Microsoft Publisher. In diesem Tutorial zeige ich, wie man eine neue Seite erstellt, wie man ein Layout hinterlegt und wie man den Textfluss regelt von einer Seite zur anderen. In Word kann ich einfach nach unten scrollen, dann erscheint und es entsteht automatisch eine neue Seite. Das geht hier leider nicht. Ich versuche es mal. Ich scrolle nach unten, aber da kommt nichts, da ist noch gar nichts. Und es entsteht auch nicht einfach so eine neue Seite. Man muss die, ähnlich wie in PowerPoint, neu erstellen. Hier links habe ich ja bereits eine Seite. Ich mache einen Rechtsklick hier auf diese bestehende Vorschau und sage, ich möchte gerne eine Seite einfügen. Also Seite einfügen. Publisher fragt mich, ob die nach der ersten Seite erscheinen soll. Prima. Und ob es eine leere Seite sein soll. Natürlich und okay. Jetzt ist man sofort auf der neuen Seite. Ich scrolle nach oben und will wieder zur ersten Seite gehen. Aber das funktioniert schon wieder nicht, denn ich muss links auf die Vorschau gehen und da auf die Seite 1 klicken, dann bin ich wieder bei der Seite 1. Sie sehen auch sofort, was ich neben meine Arbeitsfläche gelegt habe, also hier rechts die Bilder, hier links der Text, der noch gebraucht werden soll, das bleibt schön liegen, auch wenn ich die Seite wechsle. Ich wechsle jetzt auf die Seite 2, ich mache hier einen Klick, also alles bleibt liegen außerhalb der Arbeitsfläche und ich habe wieder ein leeres Papier, wo ich den Rest der Gestaltung vornehmen kann. Wo kommt denn nun aber das Logo her und diese Fußzeile? In Word macht man Kopf- und Fußzeilen, die sich dann immer wiederholen. Das läuft hier ein bisschen anders. Das ist wie in PowerPoint eine Masterfolie. Das heißt hier ein bisschen anders. Ich gehe hier oben zur Ansicht und gehe zur Gestaltungsvorlage. Achtung, der Hintergrund hier wird gelb. Das signalisiert uns, ich bin jetzt in der Gestaltungsvorlage und kann jetzt ein Logo irgendwo platzieren. Ich kann eine Fußzeile verändern, wie ich will. Und wenn ich hier aus dieser Gestaltungsvorlage wieder hinausgehe, dann erscheint das eben auf jedem Papier. Ich gehe nochmals in die Gestaltungsvorlage, also Ansicht, Gestaltungsvorlage und ich gehe hier auf die bestehende Gestaltungsvorlage, mache einen Rechtsklick und kann duplizierte Seite einfügen. Das heißt, es kopiert mir diese Vorlage, dann habe ich schon wieder das Logo, schon wieder die Fußzeile und ich habe hier bereits auch die Begrenzungslinien. Ich will das aber gar nicht, ich will wirklich eine neue. Das heißt, ich mache hier unten ins Leere einen Rechtsklick und sage, ich füge einfach eine ganz neue Gestaltungsvorlage ein, klick darauf. Ich werde gefragt, wie die denn heißen soll. Ich kann dir einen Namen geben. Okay, hier erscheint sie und natürlich ist die ganz leer und ich kann die wieder ganz neu gestalten. Wie füge ich nun diese Vorlage einer Seite von mir zu? Das geht so. Ich mache hier einen Rechtsklick auf eine bestehende Gestaltungsvorlage und sage, ich wende diese Gestaltungsvorlage an, auf und wähle nun jene Seiten aus, auf die sie wirken soll. Ich breche nun hier aber ab. Ich gehe wieder zurück, hier beim roten X. Achtung daran denken, Sie sind hier, wenn es so orange ist, in der Gestaltungsvorlage und nicht im Erstellen Ihres Flyers. Ich gehe hier zurück, da bin ich wieder und will nun diesen Text hier auf der ersten Seite hier hineinstellen und ich weiß, das hat ja überhaupt nicht Platz. Ich mache es trotzdem. Ich packe den Text, mache den einmal kleiner. Es kriegt rote Nägel, denn es hat ja gar nicht Platz, der ganze Text. Ich platziere das hier. Ich nehme keine Rücksicht auf den Text, der nicht mehr Platz hat. Ich verkürze hier das Textfeld. So sieht das gar nicht schlecht aus. Ich schaue mir das mal ein bisschen näher an. Etwa so. Klicke wieder in das Textfeld und sehe, ja, natürlich, die roten Nägel signalisieren mir, es hatte nicht alles Platz. Wie kriege ich das nun auf die nächste Seite?
Hier, das ist das Symbol, dass hier noch mehr Text drin ist. Ich klicke hier auf diese drei Punkte. Es erscheint ein Kübel, der Buchstaben ausleert. Ich gehe jetzt hier auf die zweite Seite und mache hier irgendwo einen Doppelklick. Es erscheint sofort ein Textfeld. Ich kann das wieder dort platzieren, wo ich will. Ich stelle das mal hier oben hin, mache das so breit wie die Begrenzungslinie. Und es hat immer noch nicht genügend Platz. Ich schaue mal, wie viel Platz es denn bräuchte. Ja, und noch ein bisschen mehr, etwa so viel. Also, wenn es jetzt immer noch nicht Platz hat, dann kann ich ja das Spiel nochmals machen. Ich mache hier wieder auf die drei Punkte einen Klick. Es kommt schon wieder ein Buchstabenkübel. Ich leere das hier aus und habe nun einen Textfluss. Ich fange nochmals vorne an. Von diesem Text hier unten auf die zweite Seite zu diesem Textfeld und dann ins dritte Textfeld. Ich platziere das mal hier. Etwa so. Hat immer noch nicht Platz. So. Und jetzt will ich wissen, woher kommt denn dieser Text? Wo beginnt der? Hier hat es einen Retourpfeil. Ich klicke mal hier drauf. Ich sehe, aha, das kommt von diesem Textfeld. Und wo beginnt denn dieser Text hier? Ich klicke jetzt auf diesen schwarzen Pfeil hier. Und Publisher wechselt sofort auf die erste Seite, markiert mir sofort das Textfeld, wo mein Text beginnt. Auch hier kann ich wieder auf den Pfeil nach rechts klicken, rutsche auf die zweite Seite und hier wieder auf den Pfeil und lande am Schluss in diesem Textfeld hier. Das war's. Bis zum nächsten Mal.